Oh, warte mal, das waren jetzt 4 Matches. Und Junker habe ich 3-mal gespielt? Kann das sein? Ich glaube, oh. Mindestens. Mindestens. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein anderes schützen. Im ersten Match hat sie die Pyra und dann die ganze Zeit Junker. Und seitdem Junker, also hat sie jetzt 3-mal, genau. Dann spielen wir jetzt also gegen Water und Screw. Nice. Naja, genau genommen gegen Water und Psy, ne? Also, falls Water jetzt nicht total Hacke ist, gewinnt er das Ding. Na, im dritten Match hat er ja verloren ordentlich, oder? Ja, nicht? Aber nur mit 4. Als ob. Also der hatte 4 Punkte trotzdem, also. Das war das Match. Genau. Na, dann geh mal NG und nimm mal Burst. Was, wie? Ja, Der Rest guckt sich das Schiff an. Und weiß Bescheid. Burst, Safe Changes, okay. Ja. Du hast keine Gasmaske. Achso, ja, weil der Engineer bist, der muss jetzt noch ändern. Ja, weil ich jetzt NG bin. Ach. Nein, nee, die Frage ist immer noch, wer ist oben und wer ist unten? Randy oder ich? Na, da gucke ich mir die Sterne an und dann weiß ich Bescheid. Beziehungsweise wir haben es vorhin auch so gemacht. Also du bist oben, Lupina. Willst du lieber Greased oder Charge mitnehmen? Vielleicht Charge. Charge habe ich mir jetzt eingepackt. Gut. Ja, das ist klar, eine Mobula. Die wollen auch Stress, oder? Vor allem, da gibt es so übelst viele fancy neue Schiffe, ja, und wir fliegen hier die ganze Zeit Junker, Pyra, Goldfisch, Galleon. Ich würde sagen, wir versuchen mal so ein bisschen im Mittelfeld zu bleiben, beziehungsweise in Deckung, dass die Bobola uns nicht so geil nehmen kann. Ja, ich habe auch schon überlegt, uns so ein bisschen ranzuschleichen, so, weißt du, Deckung von Bäumen nutzen und so. Das mit den dreimal das gleiche Schiff nehmen, das weißt du noch. Ich weiß nicht, wie oft du Goldfisch gespielt hast, aber eventuell. Ja, 2-mal habe ich. Das ist jetzt das letzte Mal. Ah, ja. Solange das zu unserem Gunsten ist, kann man das ja... Nö, die haben doch am Anfang hier die Kassel gespielt und die Kassel war doch irgendwas anderes. Was weiß ich denn? Die Galleon war doch, die hatten doch diese orangene Galleon. Ah, Galleon, ja, dann passt das doch. Aber ich glaube, zwischendurch hatten sie auch nochmal eine Junker, dachte ich. Ich vermute mal, Water hat die Mobula deswegen ausgewählt, weil ich die Pyramide mit der Artemis genommen hat. Und so wie ich sein Verhalten übertrage von vorhin, würde ich das als Hardcountern zeichnen. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Ich hab da keine Ahnung. So, jetzt schreibe ich mal schnell 30 hin, damit er nicht nochmal wechselt. Ich hoffe eigentlich einfach immer nur noch, dass Water jetzt langsam mal besoffen ist und der fliegt gleich bloß noch in Kreisen am Spawn. Ja, aber der verträgt ziemlich viel.
Vielleicht ist Fliegen auch wie Fremdsprachen. Je mehr man gedrungen hat, desto besser spricht man die. Hä? Naja, man sagt, je besoffener man ist, desto besser kann man eine Fremdsprache sprechen. Das wäre mir neu. Nein, das gilt nur, wenn die anderen Leute, die zuhören, besoffen sind. Dann merken die das nicht so. Ah, okay. Das macht Sinn. Irgendwie zieht sich das heute, oder bilde ich mir das ein? 2 Matches noch. Ja. Wie lange brauchen wir sonst so? 2,5 bis 3 Stunden. Na, da sind wir ja jetzt voll dabei. Ob wir eine halbe Stunde pro Match brauchen, im Durchschnitt? 20 Minuten. Und 20 mal 6. Plus 6 mal 5. Ja, wenn wir bis zu 3 Stunden, dann sind wir bei einer halben Stunde pro Match. Was? 3 Stunden durch 6 ist, wenn wir eine halbe Stunde. Ja, aber am Anfang ist das Einwählen und sowas, das dauert ja meistens auch noch. Ich meine, Minimumzeit ist halt die Maximalzeit vom Match oben rechts. Ich kenne die Map nicht mal auswendig. Dann gehen wir es hier lang. So, schauen wir mal, ob wir selber schnappen. Müssen wir bestimmt die Burst Drones hier reinladen? Die Bürste. Kannst die Kanone ein bisschen bürsten. Schießen. Immer und auf schön auf Components. Die gehen kaputt. Okay. Ja, und hüpft Adrian dann runter oder macht Randy dann unten Flak? Was? Wie? Wieso runter? Ach, da ist ja gar keine Flak, da ist eine Bench. Ja, ja. Die hast du jetzt quasi gar nicht mit eingeplant. Nö, nee, wirklich. So wirklich. Okay, weil Psy spielt es immer so, dass da, wo die Bench ist, eine Flak ist. Und dass er dann, wenn die nah dran sind, so seitlich dreht und krass. Ja. Schießen die erstmal auf die Mauer. Niemand schießt, bevor ich es sage. Sei denn ich es vergesse. Warum schießen die auf die Mauer? Hat die Mauer geht kaputt? Ja, die geht kaputt, aber dadurch haben sie uns gerade wunderbar gesagt, wo sie sind. Die Mauer kaputt geht. Jaha, das ist aus dem PvE. Hast du eigentlich mal PvE gespielt, Adrian? Nein. Das Tutorial und die Turniere, sonst nix. Ach du Ballon, ich hab gehydrot. Schnappen wir uns die Mobula oder wen nehmen wir? Die Mobula. Ja, Mobula Feuer frei. Mobula Feuer frei. Ja. Hab aus Versehen auf R gedrückt. Hör auf R zu drücken. Ich hol mir die Mobula. Glück ab. Das hat schon mal nicht geklappt. Ja, so schon mal nicht. Geido, das ist anscheinend da irgendwie Tar erschienen. Von wem auch immer. Auch mit denen da reinfliegen, aber sowas von überhaupt nicht da, wo er ist. Blödsinn. Vom Berg nach oben. Bam. Ich will es. Da ist er. Jawohl, die hat einen Höhlenbruch. Ja, und wenn du jetzt die Flak auf der Seite... Uns geht gerade die Junker auf den Senkel. ...30% die Probe hat gelassen. Ich häng am Berg. Agrip hängt am Berg, das ist natürlich... Ich kann uns nicht bewegen, weil die Pyra immer noch scheiße langsam ist. Was die kaputt nerven. Devs, Alter. Lass mal die Pyra ganz langsam machen. Ich bin gerade gekommen. Alter.
Lass mal der Judgment die Frontwaffe weg. Nur die hinten drauf packen. Ja, voll die geile Idee. Lass weil mal das... die Judgment ja auch das OP-ste Schiff ever war. Immer im Spiel. Ja. Und jeder nur die Judgment gespielt. Naja, natürlich, so gehört sich das. Ist ja auch so ein Schiff. Könnte ich nicht einfach kaputt machen. So, Mobula, zu spät. Wir gehen trotzdem rein. Alter, Kommunikation ist mein Fremdwort. Wir sind tot. Bin schon gespawnt gewesen. Ja, ich hab's gesehen, leider. Aber eigentlich müssen die... Die haben eigentlich übel Schaden. Oh, ist voll drauf hier. Nicht mehr so viel haben. Mobula ist bald tot. Musst du die nicht rammen jetzt? Mobula ist tot. Sag ich doch. Wir sind in 5 Sekunden da. In 5 Sekunden da, das halt mal auskommen. Ist bloß eine Junker. Was geht denn? Links. Sind zu niedrig? Nein, geht zu weit. Ja, fliegen wir noch mal ein bisschen rückwärts, ne? Gleich sind sie vorne. Da sind sie. Jetzt tat er sich da einen weg, ey. Hätte er nicht in diesem Match vergessen können, Tar mitzunehmen. Nicht in dem davor. Wieder auf die Mobula. Mobula. Ah, ist das da. Mein Bildschirm ist schwarz. Da. Das halt nicht alle grafischen Effekte anhaben, ne? Ja. Ja, schön, man muss seinen Rechner angeben und dann hat man davon einen Nachteil im Spiel. Was? Ja, wenn man mit seinem Rechner angeben, dann hat man davon einen Nachteil im Spiel. Nö, du musst ja nicht alle Effekte anmachen. Hat da so fancy shit wie Film Grain Effekt und sowas einfach ausmachen, dann ist das Spiel. Ich auch gar nicht. Und Post-Processing heißt das, glaube ich. Ja, oh, Leute, das ging jetzt schnell. Kann ich jetzt tot. Als ich noch meinen alten Scheiß-PC ja, hatte, dann konnte ich immer an anderen Stellen haben die Wolken irgendwie nicht richtig funktioniert. Halt mal kurz leiser. Die Wolken. Was hast du gesagt? Ihr seid ziemlich zerplatzt. Toll. Ja, das war eine Info. Wir auch. Alter, ich Post-Processing auf Low. Mal schauen, ob das besser wird. Was hat er denn gesagt? Dass wir ziemlich zerplatzt sind. Wow. Ich dachte, er sagt mir irgendwas Wichtiges, aber nein, wir sind zerplatzt. Ja, wo spawnen wir denn? Ich würde wieder Start anfangen. AB1. Okay. Okay. Aber dann hast du im Gefühl, wie viele Waffen du schon bisher zerstört hast oder Components? Eine so. Auf jeden Fall. Wow, okay, ich glaube, ich hätte glaube ich die Meta mit denen nehmen sollen. Pina, kannst du mir sagen, ob wir vor Agrib sind mit den Punkten? Achso, wir ja. Spotten. Jetzt was strategisch. Was? Inwiefern wird's da strategisch? Ne, wenn du jetzt sagst, wie viele Punkte haben wir, ob wir jetzt uns noch Mühe geben oder nicht. Ah, ne, wir geben uns schon Mühe. Ich wollte bloß wissen, ob wir schon gedoomt ja, sind und denke, hinter Agrib also oder... Also wenn wir uns Mühe geben, werden wir Zweiter. Ui, Fels, hallo. Also ich denke, wir werden Zweiter, wenn das jetzt hier nicht total in die Hose geht. Das geht aber in die Hose. Ja, so. Apropos. Also, ja, apropos. Nee, ich meine, wir werden... Also ich meine, das letzte Match da. Wobei... Mal sehen.
Aber das war noch nicht mal ein Rammkill vorhin. Ja, mein Stift schreibt doch jetzt. Ja, nochmal zu Ermen. Die haben so Walker-Legs hinzugefügt, Lupina, ne? Kannst jetzt so laufende Kreaturen bauen. Was?